Willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie dabei sind bei einem Aktionär-TV-Interview. Ja, die Corona-Krise hat die ganze Welt massiv getroffen. Überall bringen Regierungen und Notenbanken Hilfspakete auf den Weg, um die Wirtschaft zu stützen. Über die aktuelle Lage spreche ich jetzt mit Carsten Klude, Chefvolkswirt von MM Warburg & Co. Ja, schönen guten Tag, Herr Klude. Es gab im Laufe der Geschichte schon einige Wirtschaftskrisen. Wie ordnen Sie jetzt die Dimension der Corona-Krise im Gesamtbild ein? Ja, hallo zunächst. Ja, das stimmt. Wir haben natürlich in regelmäßigen Abständen Rezessionen und auch durchaus wirtschaftliche Krisen. Wir erinnern uns zum Beispiel ja noch ganz gut vielleicht an die Krise der Jahre 2008, 2009. Insofern, Krisen gehören zum wirtschaftlichen Leben einfach mit dazu. Man muss aber schon sagen, dass das, was sich im Moment abzeichnet, schon eine besonders schwere Krise sein kann, obwohl sich viele Volkswirte ja immer noch schwer tun, das genaue Ausmaß dieses Wirtschaftsabschwungs oder dieser wirtschaftlichen Rezession genau zu prognostizieren. Die KfW, die erwartet ja beispielsweise einen Ansturm auf Corona-Hilfen. Die Rede ist von bis zu 100.000 Hilfsanträgen. Halten Sie eine solche Zahl für realistisch? Ja, die halte ich für realistisch. Ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass es letztendlich vielleicht sogar noch mehr Unternehmen geben wird, die um KfW-Kredite nachfragen werden. Man darf ja nicht vergessen, wir haben ungefähr in Deutschland mehr als 3 Millionen Unternehmen. Und die meisten davon sind so im Bereich ja zwischen 1 bis 10 Beschäftigte, also viele Kleinunternehmen, viele Selbstständige. Und insofern glaube ich schon, dass da extrem große Nachfrage nach Hilfestellung von Seiten der KfW sein wird. Welche Branchen sind denn besonders unter Druck? Gut, es ist insbesondere alles, was primär mit Dienstleistungen zu tun hat. Natürlich, ich sag mal, wenn wir unser eigenes Verhalten uns anschauen, man geht abends nicht mehr aus. Das heißt also Restaurants, Kinos, Veranstalter, Fußballvereine, Fußballspieler, all diese Dinge sind besonders stark im Moment betroffen von einem ja gigantischen und in dieser Form ja noch nie dagewesenen Nachfrageeinbruch. Aber auch das verarbeitende Gewerbe kann sich natürlich dieser Situation ja nicht völlig entziehen. Wir haben es ja mit einem Angebotsschock zu tun. Das heißt also, die Lieferketten sind unterbrochen, beispielsweise dadurch, dass ja in China im Januar und vor allem im Februar lange Zeit nicht produziert worden ist. Das heißt also, da konnten die Waren dann nicht mit Schiffen und Flugzeugen hier nach Europa transportiert werden. Die fehlen jetzt und insofern bekommen das beispielsweise ja auch unsere Autozulieferer und die Automobilindustrie insgesamt zu spüren und muss eben auch Kurzarbeit anmelden bzw. die Produktion komplett stilllegen. Die Bundesregierung hat ja auch bereits Maßnahmen angekündigt. Werden diese ausreichen? Was meinen Sie? Ja, ich glaube, das Gute ist ja, dass schnell reagiert worden ist. Also da muss man schon sagen, da hat sich die Bundesregierung wirklich als sehr handlungsfähig erwiesen. Das ist gut. Wir haben jetzt die Netto-Neuverschuldung auf über 150 Milliarden Euro angehoben. Das sind ungefähr 4,5% des Bruttoinlandsproduktes. Und wir haben ja auch, ich sage mal, diesen Schutzschirm von mindestens 600 Milliarden Euro, wobei ja auch die Bundesregierung und Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Finanzminister Scholz ja auch gesagt haben, dass sie letztendlich die Unternehmen unbegrenzt mit Krediten zur Seite stehen werden und sie unterstützen werden. Also ich glaube, die Zahlen, die wir im Moment haben, vorliegen haben, diese 150 Milliarden zuzüglich der 600 Milliarden, die sind schon mal ein ganz gutes Schutzschild. Ob sie ausreichen werden, das weiß heute niemand, weil es letztendlich ja davon abhängen wird, wie lange dieser Shutdown dauert und anhält, wann wir wieder rausgehen können, wann die Produktion wieder aufgenommen werden kann. Und das hat letztendlich alles damit etwas zu tun, dass wir nicht genau wissen, wann dieses Virus eingedämmt ist und wir hier wieder zur Normalität übergehen können. In Europa, da kämpft vor allem Italien mit den Effekten der Corona-Krise. Wie beurteilen Sie denn die Auswirkungen auf die italienische und auch die europäische Wirtschaft? Ja, Italien ist besonders stark getroffen von der Ausbreitung des Virus. Wir sehen das jeden Tag, dass die Fallzahlen und auch die Todeszahlen nach wie vor noch in die Höhe schnellen. Die Wachstumsrate ist noch nicht gestoppt. Und das trifft das Land natürlich überdurchschnittlich stark. Italien, wissen wir, hat sowieso schon seit langem mit die größten wirtschaftlichen Probleme innerhalb der Eurozone, sehr, sehr strukturschwach.
Was in Italien noch gut funktioniert hat, war insbesondere ja der Norden, der auch wettbewerbsfähig war. Und genau dort hat das Virus ja am stärksten und am intensivsten zugeschlagen. Das heißt also, die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die italienische Volkswirtschaft, die werden immens sein. Auch deswegen, weil wir ja nicht wie hier bei uns in Deutschland, ich sag mal, nur in Anführungszeichen ein Kontaktverbot haben, sondern weil ja in Italien mittlerweile alle Unternehmen stillstehen, von ganz, ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Und das wird einen massiven wirtschaftlichen Einbruch nach sich ziehen. Auch hier tut man sich immer noch schwer, die Zahlen wirklich zu konkretisieren, weil das ja etwas ist, ein Umfeld ist, das wir Volkswirte ja auch bisher in dieser Sache noch nie gesehen haben. Aber ich sag mal, die Schätzungen gehen in Größenordnung, dass die italienische Wirtschaft prozentual zweistellig einbrechen wird. Das heißt also vielleicht ein Minus aufs Gesamtjahr von 10, vielleicht von 12% Wirtschaftsleistung wir sehen werden. Schauen wir mal in die USA. Da gab es gestern Daten zum Arbeitsmarkt. Die Anträge auf Arbeitslosenhilfe sind kräftig nach oben geschossen. Zuletzt gab es ja auch sehr pessimistische Aussagen zur Arbeitslosenquote. Was kommt da hier vielleicht auf die USA zu? Ja, Sie haben recht. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind gestern wahnsinnig in die Höhe geschnellt, auf über 3 Millionen, die sich dort registriert haben. Und man muss sagen, das ist wahrscheinlich noch gar nicht die ganze Wahrheit, weil wir auch gehört haben, dass viele Menschen, die arbeitslos geworden sind, gar nicht die Möglichkeit hatten, sich bei den Ämtern zu melden, weil beispielsweise die Telefonleitungen überlastet gewesen sind, die Mitarbeiter dort auch natürlich wahnsinnig viel zu tun haben. Das heißt also, die Zahl dürfte insgesamt noch etwas höher liegen und sie wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch in den nächsten Wochen weiter ansteigen. Die USA sind eine Dienstleistungsgesellschaft und ich hatte anfangs gesagt, die Dienstleistungen, die sind überdurchschnittlich stark hier betroffen von diesem wirtschaftlichen Schock. Der Arbeitsplatzabbau wird dort anhalten in den nächsten Wochen. Es gibt ja selbst von amerikanischen Notenbankern Äußerungen, wonach man davon ausgeht, dass es möglicherweise zumindest temporär bis zu 40 Millionen Menschen treffen könnte, dass sie arbeitslos werden. Und das würde bedeuten, dass die Arbeitslosenquote dann auf 25, vielleicht sogar auf 30% ansteigen wird. Das hatten wir in dieser Form, also zu unseren Lebzeiten zumindest noch nie. Und da muss man schon eigentlich in die große Depression zurückschauen. Da hatten die Amerikaner auch Arbeitslosenquoten in dieser Größenordnung. Hoffen wir, dass es, wenn es passiert, nur sehr kurzfristig sein wird. Aber zumindest für 1, 2 Wochen muss man davon ausgehen, dass die Arbeitslosenzahlen doch massiv ansteigen werden. Die US-Regierung hat sich ja auf ein Hilfspaket von 2 Billionen US-Dollar geeinigt. Wie bewerten Sie hier die Maßnahmen der Regierung? 2 Billionen ist natürlich auch ein immenses Paket von der Größe her, eigentlich doppelt so groß wie das, was wir hier in Deutschland haben. Also entspricht ungefähr 9% des amerikanischen Bruttoinlandsproduktes. Unterstützt werden zum einen eben Haushalte, Familien, die arbeitslos werden, wo man Schecks zahlen wird, wo man die Arbeitslosenhilfe, den Bezugszeitraum verlängert hat, wo man die Bezugshöhe auch erhöht hat. Das hilft den Menschen natürlich zunächst einmal. Auch der Zugang zu Krediten für die Unternehmen wird erleichtert. Also insofern, das wird diesen Schock abfedern. Die große Frage ist, und das können wir momentan alle nicht genau beurteilen, wird diese Krise dazu führen, dass die amerikanischen Privathaushalte ihr Verhalten verändern werden? Das heißt also, das Geld, das sie jetzt vom Staat bekommen, wird es ausgegeben, so wie man das eigentlich aus den vergangenen Jahren gekannt hat, dass das Geld immer schnell dann auch wieder konsumiert worden ist? Oder ist die Unsicherheit so groß, dass dieses Geld tatsächlich eher auf die hohe Kante gelegt wird, gespart wird und dann wird es natürlich der Wirtschaft fehlen? Das werden wir auch erst in den nächsten Wochen und Monaten genau erkennen können. Und auch Fed-Chef Jerome Powell hat sich ja nochmal zu Wort gemeldet. Powell sieht noch Spielraum für weitere Maßnahmen. Wie könnten die denn aussehen und sind tatsächlich noch weitere Schritte nötig? Ja, ich sag mal, da braucht man, glaube ich, schon eine ganze Menge Fantasie, um hier noch weitere Maßnahmen sich auszudenken. Auf der anderen Seite, man muss sagen, die Notenbank, die amerikanische Notenbank, aber auch die internationalen Notenbanken, die waren in den vergangenen Jahren in den Krisen, gerade auch zu Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009, sehr, sehr kreativ. Da sind also Instrumente entwickelt worden, die es vorher nicht gab. Insofern bin ich mal sehr gespannt, was da noch kommen kann und noch kommen wird. Die amerikanische Notenbank ist ja auch ähnlich wie die Europäische Zentralbank ja schon
wirklich in die Vollen gegangen, um es so auszudrücken, indem sie ja ihr Ankaufprogramm auch unlimitiert hat. Das heißt, keine Obergrenze gesetzt hat. Sie kauft also Staatsanleihen, sie kauft Unternehmensanleihen. Sie sorgt dafür, dass sie Kredite aufkaufen kann, Studentenkredite beispielsweise, Autokredite. All diese Dinge werden dafür und sollen natürlich dafür sorgen, dass insbesondere auch der Finanzmarkt liquide bleibt, dass wir eben keine neue Finanzkrise erleben werden. Es ist theoretisch denkbar, dass die amerikanische Notenbank beispielsweise dazu übergehen wird, Zinsobergrenzen festzulegen. Das ist nicht völlig neu. Die japanische Notenbank hat das auch gemacht, indem sie für ihre 10-jährigen Staatsanleihen eine Obergrenze definiert hat. Wenn die dann überschritten wird, greift sie ein, kauft Anleihen auf. Also man muss schon sagen, die Notenbanken haben ein fast unbegrenztes Reservoir an Möglichkeiten. Und insofern ist das somit das wichtigste Instrument in dieser Krise. Aus China haben ja die jüngsten Wirtschaftsdaten jetzt erste Auswirkungen der Corona-Krise gezeigt. Wie bewerten Sie denn die wirtschaftliche Lage in China? Ja, was wir gesehen haben, beispielsweise die makroökonomischen Daten zu den Einzelhandelsumsätzen, zur Industrieproduktion, zu den Exporten, die haben auch gezeigt, dass die chinesische Wirtschaft hier im Januar und Februar deutliche Bremsspuren hinnehmen musste. Das wird sich im März jetzt vielleicht etwas anfangen zu verbessern. Aber das bedeutet im Moment nur, dass die Minuszeichen etwas kleiner werden. Was man hört aus China ist, dass man versucht, so ein bisschen zur wirtschaftlichen Normalität überzugehen. Aber man darf eben auch nicht vergessen, noch sind nicht überall die Shutdowns gelockert. Auch wenn viele Unternehmen mittlerweile wieder anfangen, die Produktion hochzufahren. Die Schwierigkeit könnte sein, dass China zwar die Binnennachfrage damit befriedigen kann, aber natürlich möglicherweise dadurch, dass diese Krise jetzt zeitversetzt in anderen Regionen der Welt auftritt, dort die Nachfrage nach chinesischen Produkten dann wegbrechen kann. Also dass wir beispielsweise hier in Europa oder auch die Amerikaner weniger chinesische Güter nachfragen werden. Und insofern, glaube ich, wird auch in China man nicht direkt zur Tagesordnung übergehen können. Es wird eine langsame Erholung sein, die wir dort sehen. Also nicht dieses sprichwörtliche V, sondern ich glaube, das wird eher ein U mit einem möglicherweise eher etwas länger gezogenen Boden sein werden, das wir hier in China, aber wahrscheinlich auch in vielen anderen Ländern sehen werden. Und abschließend gefragt, wie groß ist die Gefahr einer weltweiten Rezession? Gut, ich glaube, an einer globalen Rezession geht mittlerweile kein Weg mehr vorbei. Also wir sehen überall diese massiven Bremsspuren, die das Coronavirus bzw. die Eindämmungsmaßnahmen hinterlassen. Das wird dazu führen, dass wir im ersten Quartal, wahrscheinlich aber noch stärker im zweiten Quartal, eine negative wirtschaftliche Entwicklung haben werden in fast allen Ländern weltweit. Mit zwei Quartalen in Folge spricht man immer von so einer technischen Rezession. Aber der wirtschaftliche Rückgang wird auch so massiv ausfallen, dass wir in wahrscheinlich sehr, sehr vielen Ländern auch auf Gesamtjahressicht ein negatives wirtschaftliches Wachstum sehen werden. Für Deutschland sind momentan so die Konsensprognosen bei -5%. Vermutlich ist das immer noch etwas zu kurz gegriffen. Es kann also sein, dass der wirtschaftliche Einbruch auch hier noch stärker ausfallen wird. Und ich denke, auch global wird man möglicherweise einen stärkeren Konjunktureinbruch erleben, als das zuletzt 2008, 2009 zu Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise der Fall gewesen ist. Deswegen eigentlich, ich glaube, der Zeitpunkt, wo man sagen kann, man hätte eine globale Rezession noch vermeiden können, den haben wir mittlerweile schon überschritten. Da werden wir nicht mehr zurückkommen können. Eine Frage habe ich noch. Wie sieht es mit den Arbeitslosenzahlen in Deutschland aus? Auf was müssen wir uns hier eventuell einstellen? Herr Altmaier meinte ja, es gehen keine Jobs verloren. Aber wie sehen Sie das? Ja, ich sag mal, wir haben natürlich im Vergleich zu den USA ein anderes Prinzip. In Amerika haben wir dieses Hire and Fire. Die Unternehmen entlassen sehr schnell, stellen dann aber auch sehr schnell Leute wieder ein, wenn sich die wirtschaftliche Situation wieder verbessert. Hier bei uns ist es ja andersrum. Hier versuchen wir natürlich mit Kurzarbeitergeld und Kurzarbeitermaßnahmen die Leute in den Betrieben zu halten. Das hat in der Krise 2008, 2009 sehr gut funktioniert. Wir hatten nur einen minimalen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Von daher bin ich da relativ hoffnungsvoll, dass wir auch keine so starken Auswirkungen in den gesamtwirtschaftlichen Arbeitslosenzahlen sehen werden. Wir werden einen deutlichen Sprung in den Kurzarbeiterzahlen sehen. Das wird definitiv so sein. Ob und wie stark der Anstieg der Arbeitslosigkeit ausfallen wird, das hängt wirklich davon ab, wie lange
diese Eindämmungsmaßnahmen stattfinden. Wenn man sagt, okay, nach Ostern werden wir so vielleicht die ersten Lockerungsmaßnahmen bekommen, dass zumindest so einige Bevölkerungsgruppen, die nicht zu den Risikofaktoren und Risikogruppen gehören, langsam wieder sich draußen freier bewegen können, dann kann es auch gut sein, dass wir am Arbeitsmarkt mit einem blauen Auge davonkommen, dass die Arbeitsmarktzahlen relativ gut aussehen werden. Aber je länger dieser Shutdown anhält und falls wir, ich sag mal, diese Pandemie, die wir im Moment haben, und die Virologen gehen unter Umständen davon aus, dass das in mehreren Wellen passieren wird. Wenn diese Wellen kommen und wir in so eine Art Stop-and-Go-Wirtschaft verfallen werden, dann wird auch der deutsche Arbeitsmarkt nicht so stabil bleiben, wie das im Moment der Fall ist. Aber konkrete Prognosen abzugeben, ich glaube, das ist im Moment fast unmöglich. Dann müssen wir uns einfach bei nächster Gelegenheit, wenn noch mehr Fakten auf dem Tisch liegen, wieder unterhalten. Vielen Dank für den Moment, Herr Klude. Sehr gerne. Bis bald. Tschüss. Ja, und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns auch beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund.